Schon etwas gefunden? Also, erstmal hallo und guten Tag und ich habe noch nichts gefunden. Wie auch, die Folge hat doch auch gerade erst begonnen. Habt ihr schon etwas gefunden? Oh, die ist aber drängelig. Wenn es sich vielleicht zu einfach anhört, habt ihr irgendwo einen Hebel gesehen? Sucht weiter. Es muss eine Möglichkeit geben, dieses Tor zu öffnen. Sucht weiter. Es muss eine Möglichkeit geben, dieses Tor zu öffnen. Auch wenn es sich vielleicht zu einfach anhört, habt ihr irgendwo einen Hebel gesehen? Mir ist dauernd so, als würde sich in den Schatten etwas bewegen. Auch wenn es sich vielleicht zu einfach anhört, habt ihr irgendwo einen Hebel gesehen? Sucht weiter. Es muss eine Möglichkeit geben, dieses Tor zu öffnen. Sucht weiter. Es muss eine Möglichkeit geben, dieses Tor zu öffnen. Ich bin direkt hinter euch. Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Ihr geht vor, ich folge. Wie läuft's? Habt ihr schon etwas gefunden? Sucht weiter. Es muss eine Möglichkeit geben. Ja, ich such doch schon. Auch wenn es sich vielleicht zu einfach anhört, habt ihr irgendwo einen Hebel gesehen? Na, bis auf diesen einen. Wenn es sich vielleicht zu einfach anhört, habt ihr irgendwo einen Hebel gesehen? Gut, dann mal weiter, Leute. Wir haben noch einiges. Ruhig bleiben, Soldaten. Wir haben schon Schlimmeres überstanden. Immer wachsam bleiben. Mal sehen,
wohin uns dieser Weg führt. Wusste ich doch, dass noch so ein paar Peoples hier rauskommen. Halt. Die Krone sollte hier irgendwo sein. Verteilt euch und haltet die Augen offen. Hey, ich habe hier auf dieser Leiche eine Krone gefunden. Ist es die, die... Krone ab. Nehmt diese Krone mit zurück nach Einsamkeit, Soldat. Wir bleiben hier. Mal schauen, ob wir noch etwas Nützliches finden können. Nehmt diese Krone mit zurück nach Einsamkeit, Soldat. Cool. Cool. Ich habe irgendwie trotzdem den Eindruck, da passiert noch irgendwas. So, und Quest. Okay, die Krone muss ich abgeben. Die Wachen. Den Schrein von Azura, genau. Der war doch hier auch irgendwo. Und jetzt Y.
Warte mal. So. X. Ach, ist schon markiert. Okay. Und Maschine. Funken. Und speichern. Kann ich, habe ich hier nicht irgendwie welche Tränke, die meine Kreaturen, Personen, die 5 Sekunden näher sind, gelähmt, Pilzreste, Unsichtbarkeit, Frost. Ausdauer, was war denn Ausdauer? Das ist doch hier dieses Rennen, oder? Objekte, Waffen, das da, Magie, Zerstörung, das da. Wow! Holy Guacamole! Ist das ein wunderschöner Mond! Muss ich jetzt darüber? Geil. Geil, geil, geil.
Auch wenn es da steht, kenne ich trotzdem den Weg nicht. Na, links. Ziegen. Und da ist irgendwas, also speichern. Man weiß ja nie. Nicht, dass das Feinde sind. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, ob man davor flüchten kann. Puh. Weil mit den Anlegen wollte ich mich nämlich nicht. Nämlich nicht in meiner Intention. Ich weiß gar nicht, wo meine Gefährtin ist. Nicht, dass sie da hinten noch kämpft oder gar tot ist. Eine pfeifende Mine ist entdeckt worden. Oh, ich bin ja noch lange nicht da. Man sagt, Ulfric Sturmmantel habe den Großkönig getötet. Mit seiner Stimme. Er soll ihn einfach in Stücke geschrien haben. Krass. Ich warne euch, Bürger. Ihr mischt euch in Angelegenheiten des Kaisers.
Jemand muss mir helfen. Jemand muss etwas und... Fuß! Eiswolf! Nicht! Lass das sein! Kaiserliche Angelegenheiten. Geht weiter. Okay. Ich denke mal, da hinten muss ich hin. Weil sonst wird nicht schon Wachen und so weiter rumlaufen. Yeah, Winterfest entdeckt. Was soll ich eurer Meinung nach tun? In der Akademie einschreiben und den ganzen Tag herumstolzieren und Zauber wird. Ich muss die Augen offen halten. Ihr könnt doch nicht einfach so weglaufen. Wo wollt ihr denn hin? Auf einen Schluck ins Gasthaus natürlich. Die Kaiserlichen glauben, dass wir gesetzlose Bestien sind. Dabei bin ich das personifizierte Gegenteil. Überquert die Brücke auf eigene Gefahr. Der Weg ist gefährlich und das Tor wird sich nicht öffnen. Ihr werdet keinen Einlass finden. Oh, Verzeihung. Die meisten kommen hierher, weil sie schon von der Akademie gehört haben. Dies ist die Akademie von Winterfeste. Mhm. Ein sicherer Hafen für Magier in Himmelsrand. Mhm. Ein Ort der Weisheit. Und des arkanen Wissens. Ich bin hier, um denen zu helfen, die die Weisheit der Akademie suchen. Und wenn meine Anwesenheit dabei hilft, jene abzuschrecken, die womöglich nichts Gutes im Schilde führen, dann umso besser. Die wichtigere Frage lautet, warum seid ihr hier? Vielleicht. Aber was erwartet ihr darin zu finden? Die Ebene der Unsterblichkeit. Es heißt, sie sei die Quelle aller Magie. Das ist in der Tat ein hehres Ziel. Es sieht so aus, als hätte die Akademie, was ihr sucht. Jetzt lautet die Frage, was ihr der Akademie bieten könnt. Nicht jeder erhält Zutritt zur Akademie. Wer hier eintreten möchte, muss zeigen, dass er mit Magie zumindest umzugehen weiß. Oh Gott. Ein kleiner Test, wenn ihr so wollt. Ausgezeichnet. Wer in Wiederherstellungszaubern bewandert ist, für den gehört heilende Hände zu den Grundkenntnissen. Könnt ihr es auf mich wirken? Damit würdet ihr eure Kenntnisse demonstrieren. Nein? Nun, wenn ihr glaubt, dass ihr dazu fähig seid, dann verkaufe ich es euch gern für nur 30 Goldstücke. Oder ihr versucht euer Glück bei einem der Hofzauberer in Himmelsrand. Sie verkaufen auch Zauber. Ja, bitte. Nun will ich sehen, wie ihr ihn wirkt. Keine Zeit zum Reden. Wenn ihr mich bestehlt oder betrügt, töte ich euch. Das Was auch kommen aus. Mag, die Akademie wird es überstehen. Mhm. Halt bei Zielen, die keine Untoten... Sehr gut gemacht. Ich glaube, ihr werdet die Akademie hervorragend ergänzen. Willkommen, Lehrling. Ich führe euch über die Brücke. Sobald ihr drin seid, solltet ihr mit Mirabelle Erwin, unserer Hochmagierin, sprechen. Bitte folgt mir.
Alter, wie läuft sie denn im Zickzack? Ist ja ernst, so zu laufen? Fühlt man sich doch verarscht. In den Mauern der Akademie ist viel Wissen angehäuft. Ihr seid neu hier, oder? Hm. Wir haben uns noch nicht unterhalten. Nee. Dann möchte ich mich gerne vorstellen. Ich bin Savos Aren, Erzmagier der Akademie von Winterfeste. Ich bin sehr zufrieden, dass hier nahezu alle Aspekte der Magie erkundet und untersucht werden. Aber ich kann und werde keine Forschungen oder Experimente gutheißen, die Mitgliedern der Akademie absichtlich Schaden zufügen. Verstehen wir uns? Jawohl. Nein, nicht besonders oft. Einige Risiken muss man halt eingehen. Ich versuche einfach, vorzeitige Tode zu vermeiden. Wir müssen uns auch anstrengen, damit Himmelsrand nicht noch schlechter von uns denkt. Wenn ihr mich nun entschuldigen würdet... Ich glaube, meine Worte waren recht eindeutig. Ja, natürlich. Ich versuche nur den Grund für was ihr hier lernt, lernt ihr fürs Leben. So, dann speichere ich mal. Und dann sage ich mal vielen Dank fürs Zuschauen.